Willkommen zurück bei Let's Play Shadow of the Colossus, Freunde. Wir sind mitten im Kampf mit meinem absoluten Lieblingskoloss, dem 13. Ja, und jetzt werden wir uns das Vieh holen. Na komm, jetzt ist es noch langsam. Oh Gott, ey. Schlechte Kontrolle von Akro. Ich renne ewig hinter dem her. Freue, wenn ich drauf bin, ey. Oh, nein, 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 nicht so tief, ey. Okay. Nein, runtergefallen. Ich dachte, ich könnte mich noch festhalten. Scheiße. Nehmt ihn unter Beschuss! Es bleibt mein Lieblingskoloss, egal wie oft ich an dem versage. Auf geht's, Akro. Das ist einfach nur episch, wie der ganze Staub. Der ganze Staub, die Szenerie und wie wir hinter dem Vieh hinterher reiten. Das ist einfach nur total episch. Ich mag das. Fast. Los, nochmal aufsteigen. Ach, und den kriegen wir. Los, hoch. Heuer, Wasser. Na, halt dich fest, Wanda. Jetzt hebt er die Flügel. Na, bockt. Da ist die Abdeckung von dem Schwachpunkt. Diesmal machst du aber nicht zu. Außer wir stechen zu. Das hat doch nicht wirklich was gebracht. Okay. Das Vieh ist riesig. Gott, es macht sogar noch alle. Oh, Himmel! Himmel, Himmel! Wüstenhimmel! Strahlender Sonnenschein! Noch ein Schwachpunkt!
verdeck den Schwachpunkt, das will schon wieder abtauchen. Das verdeckt den Schwachpunkt hier als erstes. Er taucht ab. Und wir liegen schon wieder. Oh Gott. Die Kolossejagd ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Wo wird er auftauchen? Wo wird er auftauchen? Er bewegt sich unter dem Sand vorwärts. Hago! Wir brauchen mal Hilfe. Da kommt er raus. Da kommt er raus. Was für ein Vieh, ey. Also bei Vieh, also ich frage mich die ganze Zeit, was das Ding genau darstellen soll. Es ähnelt ein bisschen einer Libelle, aber auch einem Wurm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Treffer. Und auch der letzte Treffer, fertig! Jetzt holen wir uns das Scheißding! Huch? Wohin willst du? Alter, er hat Akku weggeglitscht. Na los, Akku! Das war nicht gut genug. Na, zu viel Staub. Ich sehe nichts. Wenn ich nicht sehe, ist es ein bisschen blöde. Das macht auch nur. Aber ohne Staub wäre es nur halb so episch. Ja! Wie eine Klette hängen wir an ihm! Ich habe das Gefühl, wir glitschen gerade. Und jetzt ab zum Schweifende! Wie beim letzten fliegenden Koloss! Oh! Keine Zeit verlieren, Wander! Oh! Steh auf, du! Wie eine riesige, lebende Wandmasse! Oh! Wir lassen uns nicht von dem Ding abwerfen. Nicht mehr. Letzter Schwachpunkt. Voll aufgeladen. Rein. Und vorbei. Da stirbt es dahin. Coolste Fee in diesem Spiel.
Ah! Mist, den Sirf habe ich ganz vergessen. Ich habe das Gefühl, der wird mit jedem Koloss, den wir töten, lebierter und malträtierter. Der arme Typ, ey. Oh Gott. Zeichen am Himmel. Ja, sowas von. Müsst ihr das Spiel speichern? Ja, ich speichere das Spiel, weil ich beende jetzt die SR auf. Das ist der letzte Koloss hier. Danach mache ich eine Aufnahmepause. Ich suche maximal noch eine Eidechse. Wie viele Stunden? 5 Stunden 51. Geil. Leider geil. Alter, ich sehe vor Schatten fast überhaupt nichts mehr. Okay, Dorman, sagen wir uns noch den nächsten Feind. Wächter. Ein Wächter. Wir wissen, was der letzte Wächter war. Der letzte Wächter war dieses verdammte Bullenvieh. Und... Oh, nee. Nein, der ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt unbedingt jetzt hier die Aufnahme jetzt beenden will, indem ich jetzt hier einfach noch eine Echse suche. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich die Wächter hasse. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass dieses Ding ein Scheißboss ist. Nein, es hat nichts, absolut gar nichts damit zu tun. Ich speichere jetzt hier erstmal. Dann suche ich keine Echse. Dann suche ich was ganz anderes. Noch. 13 besiegt. Der 13. Koloss ist und bleibt mein absoluter Lieblingskoloss. Weil es ist einfach nur... Toll. Ist einfach nur toll. So, speichern abgeschlossen. Es gibt ein kleines... Ich gucke mal um den Tempel rum. Sagen wir es mal. Ich hab's noch nie gemacht, aber... Verzeihung. Mir wurde gesagt, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, auf diesen Tempel drauf zu klettern. Irgendwo soll es was geben. Wo man hochklettern kann. Und da soll dann oben irgendein Geheimnis sein. Ich weiß nur nicht, was. Ich weiß auch, dass man verdammt viel Ausdauer dafür braucht. Deswegen habe ich versucht, mit den Echsen zu farmen, weil ich dieses Geheimnis ergründen wollte. Ich kann es ja jetzt sagen. Wir sind ja... 13 Kolosse haben wir schon besiegt. Wir sind... wir brauchen nur noch drei Kolosse. Dann ist es das Spiel vorbei. Und ich sage mal so. Ich hasse Let's Player, die bis zum Ende warten, bis die Geheimnisse abklappern. Deswegen möchte ich das vorher machen. Aber in diesem Part schaffen wir das wohl nicht mehr. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich diesen einen Koloss hasse und ihn nicht machen will. Nein, wir suchen jetzt Secrets hier. Zumindest ein Secret. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, Leute.